Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei eure Mutti beim Bande auf dem Port Alexander und eine neue Folge StarCraft 2 1 vs 1 gegen den Peter, ein Zufalls-Diamantenspieler gegen mich, euren Rob, ne? Wieder mal als Zerg, wie immer. Vielleicht werde ich mal wieder was Neues spielen. Nicht wundern, dass Freitag nichts kommt, ich werde jetzt immer so machen, weil Freitag, ne, der freie Tag, Freitag kommen halt keine Folgen, dafür den Rest der Woche. Weil ein Tag zum Entspannen und Relaxen noch, so nach der Arbeit und so, ne? Das wäre schon mal echt Knurke. So, gut, Lucky Fun können wir mal wünschen. Und wir gehen auf jeden Fall scouten. Denn wir wissen ja nicht, was er ist. Und er sagt gar nichts, okay. Der Peter ist nicht so der Gesprächige anscheinend. Naja, schauen wir mal. Oh, jetzt bin ich hier rutscht. Anderes Setup. Immer ein anderes Spiel jetzt gespielt, jetzt bin ich mit den Tasten ein bisschen durcheinander. Ich hoffe mal, es ist nicht so schlimm. Ein Brotos. So, würde jemand einfach mal Exe first, Pool first, nicht Exe. Ja, warum habe ich das jetzt nicht mehr da drauf? Möchte er boxen? Ich glaube, er möchte irgendwo boxen. Ne, möchte nicht Schmiede Cannon rushen. Oder ist es jetzt zu Hause safen? Er macht auf jeden Fall dicht. Das heißt, wir müssten einen Virtual inspielen. Und mal gucken, ob man was hinbekommt mit. Nehmen wir kein Linkspeed für, brauchen wir nicht. Den Queen brauchen wir auf jeden Fall. Und natürlich den Roachborn. Map ist eigentlich ziemlich groß. Den darf ich nicht verlieren. Den darf ich nicht verlieren. Und dann kann ich schon mal ein paar Overlords pumpen. Und ein paar Länge. Und mal gucken. Er hat es eigentlich gescoutet. Theoretisch müsste jetzt nur noch Truppen bauen. Hier geht einfach nur noch mal scouten hier, was er hier so macht, ob er noch irgendwo steht. Injects wären geil, aber kann ich noch nicht. Jetzt müsste ich gleich wieder injecten können, los, injecte. Und wieder ein Overlord noch dazu. So, total all in, der hat's gescoutet, er müsste es eigentlich blocken können. Vor allem, weil der auch ziemlich spät jetzt kommt. Und wir bauen noch ein paar Roaches nach. Und dann noch als nächstes ein Overlord wieder. Hatten hier meine Basis angehittet, Komitees oder? Was war das denn? Keine Ahnung. Angegriffen.
Ich muss nachpumpen. Und ich fällt immer diese verfickten Cannon, ey. Was soll denn das? Ja, ne, natürlich sind die noch extrem viel schneller als ich. Theoretisch haben wir verloren. Push hat nicht geklappt. Ja, Leute, hat auch eigentlich nichts verloren dran. Ich habe halt alles verloren. So, es kommen Models. Das heißt, er wird gleich durchdrücken. Wieder mache ich immer Missklick oder keine Ahnung. Ja, das Spiel ist gelaufen. Gucken, ob man noch ein Go macht oder ob er sich einfach nur einbunkert. Oder ich müsste jetzt halt wahnsinnig exen. Aber das werde ich nicht schaffen. Er hat es halt gescoutet und da habe ich, ne? Hat er das Spiel sozusagen eigentlich gewonnen. Okay, er möchte anscheinend jetzt ein Go machen. Ich weiß es halt nicht. Ich verliere hier immer. Warum greift denn die eine Sonne das ganze Zeit das Gebäude an? Hä? Der Schwarmcluster wird angegriffen. Wir brauchen mehr Overlords. Und jetzt so bleibt Block, das ist richtig gut. Ja, das ist vorbei. Ja, GG. Da war der Push nicht gut genug. Würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Er war auch nur Dia 3. Profil ansehen, was war sonst so? Ja. Dia 2 anscheinend auch schon mal. Ich würde sagen, bis jetzt in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss, eure...